Hele goedenavond en welkom bij Ohne Grenzen. Ja, en dan denk je als vaste kijker natuurlijk meteen, wo is de Annika? Annika die geniet lekker van vakantie. Dat is ook een beetje het thema van de uitzending van vandaag, want het gaat over toerisme. Ik ben op weg naar een mooi plekje, daarover zometeen meer. We gaan eerst naar de nieuwsreportage en die gaat over een bijenhotel in het Duitse Haren. Im Bienenzentrum Imme in Haren sind die schwarz-gelben Insekten auch trotz regnerischen Wetters äußerst fleißig. In dem deutsch-niederländischen Verein werden Imker ausgebildet und man ist vor allem Anlaufstelle für Landwirte, die Bienen- und Insektenschutzmaßnahmen umsetzen wollen. Über diese Arbeit informierte sich heute die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast. Auf Einladung vom Landtagsabgeordneten Bernd Carsten Hiebing besuchte die Ministerin das Bienenzentrum und zeigte sich begeistert. Was mir hier sehr gut gefallen hat, ist, dass die Fachschulklasse in Meppen hier eingeladen wird, dass also angehende Landwirte hier so ein bisschen den Umgang mit der Biene kennenlernen, den Pflanzenschutz, also Pflanzenschutz trotz Biene oder weil Biene, also das ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Für mich ist es so ein bisschen Wasser auf meine Mühle. Ich möchte gerne in die Ausbildung der Landwirte das Thema Biene stärker mit reinbringen. Landwirte haben die Blöcke Schwein und Rindvieh, die sie außerhalb ihrer Betriebe dann in Echem im Bildungszentrum machen. Warum nicht auch einen Tag sich mit dem Leben der Bienen auseinandersetzen? In der Diskussionsrunde war allen klar, dass gerade die bestehenden Förderprogramme in Landwirtschaft und Naturschutz zu starr sind. Daran will Otte-Kienast feilen. Denn fest steht, die Förderung muss attraktiv genug sein, damit sie von den Landwirten trotz finanziellen Einbußen weiter angenommen wird. Die jetzigen Richtlinien sind nicht praxisnah genug. Trotzdem sind die beteiligten Parteien positiv gestimmt. Das Bewusstsein für den Natur- und Insektenschutz wächst stetig und Naturschutz liegt im Trend. Also natürlich muss man jeden Trend nutzen. Der Ernährung ist Hype, das Thema Ernährung können wir nutzen. Die Biene ist gerade total interessant für Schulklassen, für Kindergärten. Es gibt ganz viele junge Imker, die eben in die Imkerei einsteigen. Das ist eine Chance, einfach das Thema Biene nach vorne zu stellen im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich viel mehr Pflanzenvielfalt überall. Also natürlich ist das eine Chance, die ich natürlich gerne mitnehme. Die Ministerin will in Zukunft mit dem Verein in Kontakt bleiben. Denn auch sie will in ganz Niedersachsen vertiefen, was das Harener Bienenzentrum schon jetzt in der Region macht. Das Insekten- und Bienensterben gemeinsam mit den Landwirten bekämpfen. Zometeen alles over het eiland Borkum. Maar we gaan eerst met de Duitse collega's op stap voor een roadtrip van Delfzijl naar Lauwersoog. Was Sie da gerade hören, ist nicht Annika und was Sie da sehen, erst richtig. Ganz einfach, Annika ist auf Vakanzi, also im Urlaub, und deswegen mache ich das heute. Ich bin Mathis. Ich bin hier gerade am Dollard, in der nördlichsten Provinz der Niederlande, in Groningen. Groningen wird eingebettet von Friesland im Westen, Niedersachsen im Osten, Drenthe im Süden, ja, und im Norden. Da ist halt der Dollard bzw. die Nordsee, und um die soll es heute auch gehen, denn wir fahren einmal die Küste entlang, genauer gesagt die Nordseeküste von Groningen. Ich bin jetzt in der Stadt Delfzijl. Die liegt am nordöstlichen Ausläufer des Dollard zur Nordsee. Delfzijl besteht aus zwei Wörtern. Einmal Delf, das ist das alte Wort für Kanal, und Seil ist das niederländische Wort für Schleuse, also Kanalschleuse. Man passt ja irgendwie. Ein Hafen hat es übrigens auch. Den gucken wir uns nachher an. Die Stadt selbst fühlt sich für uns typisch, ja, niederländisch an. Es gibt viele enge Gassen, viele kleine Häuser, alte Kirchen und vor allen Dingen sehr schöne Mühlen. Das hinter mir, das ist die Mühle Adam. Die ist schon sehr schön und bekannt. Aber noch bekannter sind die beiden Mühlen in Farnsum und in Spike. Wie anfangs schon erwähnt, hat Delfzijl ja auch einen Hafen. Da kann man sich Boote angucken, klare Sache.
Hier kann man sich allerdings auch Boote angucken, nämlich auch Boote, die noch viel älter sind. Denn das Seemuseum beschäftigt sich unter anderem mit der Seefahrt der letzten 100 Jahre. Aber darüber hinaus beschäftigt es sich auch mit der Natur drumherum, das heißt mit dem Wattenmeer, mit dem Dollart selber, der ganzen Region. Das ist hochinteressant, auch wenn es erstmal von außen unscheinbar wirkt. Ich war schwer überrascht. Nein, sie haben keinen Knick in der Optik. Diese Kirche ist wirklich schief. Und zwar noch schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Aber vorne angefangen. Wir sind jetzt in Bedum. Das ist 20 Kilometer westlich von Delfzijl. Und diese Kirche hat eine Schräglage von 4,18 Grad. Der schiefe Turm von Pisa, können Sie ruhig nachgoogeln, 3,97 Grad, also 0,21 Grad Unterschied. Das klingt erstmal viel, es geht aber sogar noch, weil die Kirche ist natürlich ein bisschen niedriger als der schiefe Turm von Pisa. Daher ist der Unterschied im Überhang gar nicht mal so groß. Dass so höhere Gebäude, gerade ältere hier in Friesland, aber schief sind, ist gar nicht so ungewöhnlich, denn das hängt zum großen Teil mit dem Boden zusammen. Wer in die Ferien fährt, muss auch irgendwo schlafen. Klare Sache. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wohnwagen, Campingplatz, Ferienwohnung, Hotel. Aber bei Hotels, da gibt es einige Unterschiede. Denn es gibt das Größte, das Teuerste, das Luxuriöseste, das Exklusivste, aber eben auch das Kleinste. Und das Kleinste zu sein, das behaupten viele von sich. Über ein Dutzend Hotels auf der Welt behaupten von sich, ich bin das Kleinste. So auch das hier, der Kromme Rake, hier in Enrum, ca. 17 Kilometer nördlich von Groningen. Dieses ehemalige Tante-Emma-Lädchen im Art-Deco-Stil wurde zum Doppelzimmer Sankt Rezeption umgebaut. Diejenigen, die hier oben schon Urlaub gemacht haben, werden sofort erkennen, wo wir sind. Die, die es nicht erkennen, den sage ich, Pieter Büren. Hier ist eine berühmte See- und Auffangstation. Junge Heuler werden hier aufgepäppelt und ältere, verletzte Tiere wieder fit gemacht, um wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Man kann sich hier oben in der Ecke sogar Seehunde in freier Natur ansehen, aber das machen wir später. Erstmal gehen wir rein, süße Seehunde gucken. Bei der Einrichtung hier handelt es sich übrigens um die größte Europas, wenn es um Kliniken für Seehunde und Kegelrobben geht. Jeden Tag kümmern sich hier Pfleger und Tierärzte um das Wohl der Tiere. Und das kann man auch ablesen, nämlich in den einzelnen Becken. Da sieht man nämlich die Genesungsstufe und das Alter der Tiere. Und im Informationszentrum, da erfahrt ihr noch mehr. Das ist so viel da, ich komme gar nicht mehr mit. Aber eine Sache wollte ich euch noch erzählen, bevor wir weiterfahren. Macht die Tour am Ende eures Urlaubs und alle alten Handtücher, die ihr noch habt, die ihr aber gar nicht mehr eigentlich mitnehmen wollt oder sonst was, lasst die einfach hier. Die Leute freuen sich, denn die Handtücher sind super für die kranken Seehunde. Was ihr da seht, ist Loas Meer. Und was ihr dann noch seht, ist der Hafen von Loas Zoch. Loas Zoch würde es nicht geben, wenn das Loas Meer vor 60 Jahren nicht eingedeicht worden wäre. Denn dadurch hat man dem Wasser wieder etwas Land abgerungen und konnte es besiedeln. Das ganze Areal rund um Loas Meer gilt aber heute als eines der schönsten Naturgebiete der Niederlande. Aber auch bei Sportlern ist die Ecke super beliebt. Ihr hört jetzt Sport und denkt sofort an Kanufahren, Segeln, Surfen oder Kitesurfen. Kannst du hier alles machen, also alles am Wassersport. Auch Tauchen geht. Und Tauchen ist hier sogar sehr cool, weil man kann nämlich vor der Küste Wracks betauchen, die aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind. Ist schon eine geile Nummer. Wem das effektiv zu hell ist, dem kann ich nur empfehlen, seine Kamera auszupacken und auf Langzeitbelichtung zu stellen. Warum? Ganz einfach. Loas Meer ist einer der wenigen Orte der Niederlande mit einer Dark Sky Lizenz. Einer was? Werden jetzt viele Nicht-Fotografen fragen. Ganz einfach. Eine Dark Sky Lizenz bedeutet nichts anderes, als dass das Gebiet frei von Lichtverschmutzung ist. Heißt, es ist hier nachts dunkel. Also richtig dunkel. Schwarz, dunkel. Pech, schwarz, dunkel. So wie gerade Ihr Monitor, Ihr Tablet, Ihr PC, Ihr Handy, wo auch immer Sie das gerade sehen. Ich habe euch Seehunde und Kegelrobben versprochen, die sollt ihr kriegen. Hier von Loas Hoch starten die meisten Touren zu den Tieren. Der Grund ganz einfach. Die Tiere leben knapp 5 Kilometer vor der Küste auf ihren Sandbänken. Daher ist es von der Lage sehr gut, um dahin zu kommen.
Sandbank, Wattenmeer. Okay, jetzt keine schöne Überleitung, aber eine effektive. Gegenüber oder beziehungsweise hinter mir seht ihr die Insel Schiermanns-Oog. Da kann man hinlaufen, wenn Ebbe ist, durch das Wattenmeer. Aber Obacht, nie alleine machen. Bitte immer eine Tour mit Guide. Niemals alleine darüber laufen, das ist nämlich super gefährlich. Aber es ist super tolles zu machen. Es sind 12 Kilometer, man sollte nicht fußfaul sein, ja. Mein Fazit am Ende ist schnell zusammengefasst. Die Ecke zwischen Delfzijl und Loershoog ist wunderschön. Es ist super, wie sollte es anders sein in den Niederlanden, mit dem Fahrrad zu erreichen und zu bereisen vor allen Dingen. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, gefühlt ist es um einiges ruhiger als das deutsche Pendant, also die Küste zwischen Norddeich, Neuhallinger Siel, die ganzen Siele da eben. Und von daher denke ich mir, ey, warum mal nicht? Ne? Mal was Neues sehen. Und es gibt ja eh keine Grenzen mehr, man muss kein anderes Geld besorgen. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man mal ein Wort Niederländisch lernt. Also, tot ziens! Treintje gaat net weer weg, maar ik ben net aangekomen met datzelfde treintje hier op Borkum in Duitsland, dat vlak voor de kust van Groningen ligt. Sinds 1834 komen hier de eerste toeristen al. Wordt ook wel gezien als een kuuroord. Je hebt er spa's, je hebt er kuurcentra. En nog een leuk weetje over Borkum. Het is ooit in Nederlandse handen geweest. Als je een beetje wilt weten wat er te doen is in Borkum, dan kun je natuurlijk bij toeristeninformatie.nl terecht. Claudia die werkt daar. En Claudia, wie is de toerismus hier op Borkum? We hebben een zeer goede toerismus. We hebben stetig stijgende aankomsten en gästeübernachtingen op Borkum. En Borkum is eben een zeer attractief Urlaubsziel voor Nederlander en voor Deutsche. En Claudia, wie viele Niederländer komen hier? Der Anteil der niederländischen Gäste ist aktuell noch geringer, aber der steigt stetig. Auch zusammenhängend mit der neuen Zuganbindung seit letztem Jahr, die direkt zum Eemshaven führt, was eben die Niederländer auch sehr schätzen. Die Anreise ist relativ kurz. Sie fahren nur 50 Minuten mit der Fähre, sind dann direkt mit der Inselbahn auch in der Stadt und können das vielfältige Angebot hier direkt vor der Insel nutzen. Sehr große Attraktion ist der große Strand natürlich, die direkte Insellage und die Seehundsbank vorgelagert vor der Insel. Man kann die Seehunde direkt vor Borkum beobachten. Die schwimmen dort in der Seehundsbank im Badefeld. Und was liebst du am meisten am Borkum? Die Weitläufigkeit, das vielfältige Angebot. Also ich reite gerne, ich habe ein eigenes Pferd, liebe das, dass man über den Strand reiten kann und die Abwechslung hat, abends direkt am Meer ist, nach Feierabend und sehr kurze Wege hat. Je vakantie doorbrengen op Borkum, dat kan natuurlijk in een hotel of in een vakantiehuisje. Maar je kunt ook gaan kamperen in een tent of in een caravan. Dat kan bijvoorbeeld hier op deze camping, Camping Achen. Klaas, is camping beliebt bij Duitse Leute? Ja, bei Deutschen sowieso, ja, klar. Ja, das wird immer mehr, ne? Die Campingindustrie wächst, die Plätze werden immer größer und die Industrie, also die Campinggeschichte wird immer größer, ja. Und schlafen die deutschen Leute in einem Wohnwagen oder in einem Zelt? Nee, die Deutschen gehen lieber in Wohnwagen. Wie kommt das? Ja, ich weiß nicht, die müssen immer ein festes Haus haben. Also, die jungen Leute vielleicht noch im Zelt, aber dann, wenn die ein bisschen älter werden, dann müssen die ein vernünftiges Bett haben und dann muss das ein bisschen größer sein. Und dann gehen die in den Wohnwagen. Und es gibt hier auch die, Holländer? Ja, wir haben auch viele aus Holland, ja doch. Immer mehr? Oder? Ja, es wird immer mehr, doch. Die Verbindung nach Holland ist gut über Eemshaven und man kommt hier gut hin. Und die holländischen Gäste werden immer mehr.
Und sie schlafen? Auch mit, die schlafen aber dann im Zelt viel. Ja, natürlich. Ja, die schlafen viel im Zelt. Das ist ganz komisch. Die Deutschen gehen lieber in den Wohnwagen. Aber mit holländischen Familien haben wir viel mit dem Zelt. Wie lange kommen Sie hier? Seit 12 Jahren komme ich hierher. Dann gefällt es gut. Ja, mir gefällt es ausgezeichnet. Ich komme auch immer wieder mit anderen Leuten hierher. Und warum ist es hier so schön? Oh, weil es so ruhig ist. Weil das Wetter mal so und mal so ist. Mal rau und wie so im Moment, ganz schön und weich. Und ansonsten wollen wir heute Mittag an den Strand gehen. Der ist jetzt direkt 5 Minuten mit dem Fahrrad. Ist oft viel Wind, jedoch haben wir so einen Strandmuschel, da wollen wir uns dann reinsetzen. Und die Kinder, wenn sie hält. Allerdings ist ja schon ein paar Mal weggeweht. Ja. Was besonders schön ist, dass es sehr viele Menschen hier gibt auf diesem Campingplatz, die man immer wieder trifft. So dass es wieder wie ein kleiner Ort ist, wo man Freunde treffen kann. Eine Familie. Ja, genau, wie eine schöne große Familie. Het is een heel andere sfeer. Het is wel een waddeneiland, maar ik vind het weer totaal anders dan alle andere waddeneilanden. Het is echt Duits hier. Waar zit hem dat nou in, dat echte Duitse? Ja, je ziet het hier al op de boulevard. Ik denk die kuurhotels en die strandstoelen en de taal natuurlijk, wat die mensen spreken. Dat treintje waarmee je vanaf de boot hier naartoe wordt gebracht. Het is echt alles compleet verzorgd. Je hoeft er bijna niks te doen. Als je hier nou rondloopt, kom je dan veel Nederlanders tegen? Ja, dat wel. Maar ik heb het idee dat ik soms op Schiermonnikoog meer Duitsers tegenkom dan hier Nederlanders. Ja, je kunt het nauwelijks werken noemen en de zon die brandt er dan ook heerlijk in. Ik ga nog eventjes goed smeren. En kunnen jullie ondertussen even kijken naar het portret. Ik ben Kerstin Kontny, 30 jaar oud, woon in Emden en ben referentin voor verkeer en toerisme bij de Industrie- en Handelskamer voor Oost-Friesland en Papenburg. Wir machen hier als IHK relativ viel grenzüberschreitend, weil wir erkannt haben, dass wir halt diese Grenzlage haben und dass eigentlich auch für unsere Unternehmer die Region nicht an der Grenze aufhört, sondern es auch wichtig ist, dass man einen Blick über die Grenze werfen kann. Ansonsten privates Interesse an den Niederlanden. Mein Freund wohnt in Den Haag und ich habe halt auch in den Niederlanden studiert und gelebt eine Zeit lang. Der Reiz, nach Den Haag zu gehen. Ich habe die Stellenausschreibung gesehen und fand es spannend. Nein, es war tatsächlich so. Ich habe den Master Niederlande-Deutschland-Studien in Münster und Nimwegen gemacht. Also das ist so ein binationaler Master von halt der Radboud-Universität in Nijmegen und der Uni Münster. Und gerade dieses Grenzüberschreitende, diese zwei Länder, das fand ich halt immer spannend. Ich bin so typisches NRW-Kind, was in Seeland im Urlaub war. Ja? Und das heißt, man kennt das ein bisschen. Es ist natürlich anders, als wenn man tatsächlich da lebt. Also es sind irgendwie mehr die Kleinigkeiten, die dann auffallen, vor allem, wenn man eine längere Zeit da ist. Aber auch einfach im Supermarkt, wie bezahle ich? Ich kann mit der Karte zahlen. Also das ist was, was ich in Deutschland immer noch nicht wieder drin habe, dass ich immer ausreichend Bargeld dabei habe. Also ich war hier letztens beim Supermarkt einkaufen und man kann mit der Karte zahlen ab 5 Euro. Ich wollte was für 2 Euro noch was kaufen. Ich habe für knapp 3 Euro Kaugummi gekauft. Meine Schwester hat Erasmus in Utrecht gemacht und ich war die erste Woche mit und bin dann halt, sie musste zur Uni, ich bin dann halt vom Wohnheim alleine in die Stadt gefahren, das erste Mal in Holland Bus gefahren und der Busfahrer grüßt mit einem freundlichen Guten Morgen und wie geht's denn? Ja, das machen deutsche Busfahrer nicht so oft. Also einfach so ne, dass man auch einfach unabhängig, also dass, wenn man sich nicht kennt, einfach offen und freundlich angesprochen wird. Auch auf der Straße oder dass, wenn man im Zug sitzt, dass Menschen miteinander reden tatsächlich. Also der Schaffner kommt vorbei und sagt irgendwas und 5 Leute reagieren drauf und noch 3 hinterher, wenn er wieder weg ist. Also so von der Kommunikation her, ja. In Deutschland ist ja die Unternehmenskultur in der Regel noch sehr hierarchisch und der Chef sagt, was man macht oder was man nicht macht und dann macht man das auch so. In den Niederlanden ist es halt viel horizontaler, sag ich mal. Und das ist zum Beispiel auch mal dieses Beispiel, was ich auch wirklich selbst erfahren habe, dass Praktikanten mitreden dürfen. Also das war tatsächlich auch in einem grenzüberschreitenden Praktikum, wo wir dann irgendwie zusammen zu einem Thema am Tisch saßen und ich damals als Praktikantin dabei und der Chef war auch dabei. Und die Meinung des Praktikanten zählt tatsächlich genauso viel wie die Meinung jedes einzelnen Mitarbeiters.
Und in Deutschland wird der Praktikant wahrscheinlich noch nicht mal den Mund aufmachen. Wo es halt ähnlich läuft, in Niederlanden wird von vornherein jeder versucht, irgendwie am Prozess zu beteiligen, dass man von vornherein schon weiß, ja, wo kann es eventuell Schwierigkeiten geben, wer hat vielleicht was dagegen, wer klagt im Zweifelsfall hinter dagegen, um das halt direkt zu vermeiden. Und in Deutschland ist es halt genau das andere. Man plant erstmal, man entscheidet sich für was und dann teilt man das Ganze der Öffentlichkeit mit. Und dann hat man vielleicht das Problem, dass nicht jeder einverstanden ist. Urlaub, tatsächlich Niederlande, immer noch, ja. Immer noch irgendwie auch Seeland, Strand. Ich mag tatsächlich die niederländische Nordseeküste sehr, sehr gerne und auch tatsächlich mehr als die deutsche Nordseeküste. Warum? Kannst du das beschreiben? Wir haben hier vor der Haustür das Weltnaturerbe Wattenmeer, was sehr schön ist, aber nicht meinem Bild eines Strandes entspricht. Also heerlijk zo, hè? Vakantie vieren op Borkum. Annika was al op vakantie, ik ga er ook even tussenuit, maar vanaf september zijn we er weer. Dus fijne zomer en tot dan. Oeh.